Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und die da saßen am Ort des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen. Mit diesen Worten des Propheten Jesaja begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem Gottesdienst in der heiligen Nacht. Wir freuen uns an den Lichtern dieser Nacht, am Weihnachtsbaum, an den Kerzen, an der Krippe, an den Orgelklängen. Wir lassen den Tag hinter uns, in der Erwartung dessen, was kommt. Er tritt ein. Gott tritt ein in unsere Kirche, in unser Haus, in unser Leben. Angekündigt von dem Stern, der nach Bethlehem zeigt, alle Sterne zeigen nach Bethlehem heute Nacht, in dieser stillen, heiligen Nacht. Singen wir das Lied dazu. Wir beten. Heiliger Gott, du lässt diese Nacht erstrahlen im Geheimnis des wahren Lichts. Wir bitten dich, erhalte uns in diesem Licht, bis wir einst den unverhüllten Glanz deiner Gottheit schauen. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, auf dessen Wiederkunft wir besonders warten an Weihnachten, als du das erste Mal auf Erden kamst. Amen. Wir hören aus dem ersten Testament, dem Jesaja-Buch im 11. Kapitel. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen
und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Amen. Wir hören das Weihnachtsevangelium, wie es geschrieben steht bei Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzt, ließe ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der auf Erden kam, der lebt und auf dessen Wiederkunft wir warten. Liebe Gemeinde, das Bild gehört wohl zu den berühmtesten von Vinzenz van Gogh, die berühmte Sternennacht. Entstanden ist es in einer sehr schwierigen Zeit. Der Künstler hatte gerade sein linkes Ohr verstümmelt, war wohl auch deswegen in eine private Nervenheilanstalt bei Saint-Rémy eingewiesen worden. Er sah nur durch Gitter nach draußen. Auch zum Malen durfte er nicht raus. Sein Bild Sternennacht dürfte darum im Atelier entstanden sein. Eingeschlossen, Lockdown. Und heute hängt es so, wie wir es sehen, im Museum of Modern Art. Van Gogh hat eigentlich nie religiöse Themen gemalt. Seine Kollegen hat er kritisiert, wenn sie sich auf religiöse Motive eingelassen haben.
Aber mit der Sternennacht ist dem Pfarrerssohn van Gogh ein tief religiöses Bild gelungen, ohne dass er es so geplant und gewollt hätte. Entstanden ist es um den 19. Juni 1889. Astronomen können helfen, das Datum zu bestimmen. Denn die Sterne sind genau in ihrer Position gezeichnet. Das Sternbild des Widders, dieser Bogen einem Widderhorn vergleichbar, der sich da spannt, das kann auch ein Laie klar entdecken. Das Bild hat zwei Bereiche. Das Licht des Himmels und die Finsternis auf Erden. Der leuchtende Himmel in Aufruhr, er brandet gegen die Finsternis der Berge an. Nur an zwei Stellen gibt es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Zum einen die Zypresse. Sie ragt dunkel und mächtig in den Himmel hinein. Zitat aus Wikipedia: Die immergrüne Erscheinung und ihr langes Leben macht die Zypresse im mediterranen Raum zum Symbol der Trauer, der Hoffnung, der Andacht und der Ewigkeit und wird daher oft an Kirchen, Kapellen und Friedhöfen gepflanzt. Auf Van Goghs Bild schafft die Zypresse die Verbindung. Im Tod gelangt man vom irdischen dunklen Bereich in den des Lichts. Hier wird die Todessehnsucht Van Goghs sichtbar, die ein Jahr später seinen Tod bewirkte. Die Zypresse lodert hinein in den Himmel. Und es gibt noch einen zweiten Berührungspunkt zwischen Himmel und Erde, nur ein winziger Punkt, hier stark vergrößert, die Kirchturmspitze. Sie berührt den Rand des Gebirges, ragt aber nicht hinein in das Lichtband direkt darüber. Da wird Van Goghs kirchenkritische Einstellung deutlich. Er hatte eine Ausbildung als Laienprediger angefangen, der Pfarrerssohn. Aber er hat weder die Ausbildung noch die Probezeit in einer Kirchengemeinde bestanden. Kirche und er kamen nicht zusammen. Zurück zu dem Aufruhr des Himmels. Gott kommt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. In unserer Verlorenheit macht Gott sich ganz klein, damit es nichts gibt, keinen Winkel, keinen Abgrund, wo er uns nicht erreicht. Ja, das Licht ist in die Welt gekommen. Man muss nur hinschauen, dann kann man es erkennen. Van Gogh hat das Licht überdeutlich erkannt. Und er hat den Himmel von Licht durchflutet gezeichnet. Bänder der Milchstraße durchziehen den Himmel. Eines verwirbelt sich, das größte Licht des Nachthimmels, das ist der Mond rechts oben. Sie kennen die Verbindung von Maria und der Mondsichel. Es gibt in der Offenbarung des Johannes den Hinweis auf eine apokalyptische Frau, die auf die Mondsichel tritt und einen für die Menschheit bedeutenden Sohn gebären wird. Diese Frau wurde natürlich mit Maria in Verbindung gebracht. Und seitdem gibt es die Mondsichel-Marien, wie zum Beispiel auf dem Münchner
Marienplatz. Und ein weiteres Bild fällt mir ein, die Schutzmantel-Madonna in einer Ihnen gut bekannten modernen Version. Die Madonna mit dem Kind. Und hier wird die Madonna sogar umhüllt von einem Schutzmantel Josef. Diese Verbindung zur heiligen Familie erschließt sich bei mir beim Anblick dieses doppelten Mondes, der ein warmes Licht im Zentrum umschließt und der seinerseits auch wieder umschlossen ist von einem Blau, das massiv erinnert an das Blau des Marienmantels. In diesem großen, warmen Lichtfleck, da geschieht das Geheimnis des Gottessohnes. Das Licht ist in die Welt gekommen, heißt es im Johannesevangelium. Wenn Sie das Bild genau anschauen, wird deutlich, jedes Haus in diesem Dorf hat mindestens ein Fenster, aus dem ein warmer Schimmer fällt. Ein Licht im Farbton, ganz ähnlich wie der Van Goghsche Mond. Das Licht ist in jedem Haus mit zwei Ausnahmen. Es fehlt in der Kirche und in dem Haus direkt daneben. Van Gogh übt wieder Kritik an der Kirche. Aber die meisten Menschen in der Gemeinde scheinen es begriffen zu haben, haben das Licht zu sich hereingeholt. Es ist zwar noch klein, die Welt ist immer noch dunkel, aber das Licht brandet in einem hellen Band so massiv heran, dass sich die dunklen Felsen auf Dauer nicht dagegen stemmen können. Das Goldgelb des Mondes ist auch in den dunklen Bereich des Bildes hineinverwoben. Goldene Flammen züngeln in den Zypressen. Auf den Feldern rechts hinter dem Mond schimmert ein Abglanz des Mondlichtes. Noch wird es immer wieder dunkel, aber seit das Licht in der Welt ist, lässt es sich nicht mehr vertreiben. Es erleuchte unsere Häuser, unseren ganz persönlichen Lebensbereich. Und es wird Zeit, dass wir es heraustragen. Auch die, die es noch nicht sehen können, sollen erkennen. Menschen, deren Welt immer noch im Dunkeln liegt, denen sollen und wollen wir das Licht zeigen. Als Gemeinde hinausgehen, das Licht verbreiten und die Menschen ins Licht holen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Wir beten. Gott des Friedens, dein Stern steht über dem Stall in Bethlehem. Er zeigt auf, wo Menschen im Dunkeln leben. Er zeigt an, wo du zur Welt kommst. Lass uns dich dort finden. Gott, werde menschlich in uns. Dein Stern steht über den Zelten in den Katastrophengebieten, über den Notunterkünften für die Flüchtlinge in den Kriegsgebieten, über den Abrisshäusern, in denen Asylbewerber leben. Lass uns dich dort finden. Gott, werde menschlich in uns. Dein Stern steht über den Zellen in den Gefängnissen, über den Krankenhäusern, Hospitälern und Lazaretten, über den Parkbänken und Brücken, wo Menschen Obdach suchen, über den einsamen Wohnungen der Verzweifelten. Lass uns dich dort finden, Gott, werde menschlich in uns. Dein Stern steht über den Bankgebäuden und Chefetagen, über den Fabriken, über den Regierungsvierteln, über Kirchen, Tempeln und Moscheen und Synagogen. Lass uns dich dort finden. Gott, werde menschlich in uns. Dein Stern steht über unserer Welt. Erleuchte uns. Zeige an, wo dein Reich zur Welt kommt. Zeige auf, wo unsere Welt aufbricht und dein Reich erahnen lässt. Lass uns dich dort finden. Gott, werde menschlich in uns. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So schließen wir diese Christmette mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.